Häufig muss man lange suchen, bis man jemanden findet, der den Dialekt einer Region noch einwandfrei beherrscht. Die Altstädte im St. Galler Rintel weiss man sofort, wo anklopfen. Der Uli Bietenhader liebt den Altstädter Dialekt und tut alles, um die Mundart zu erhalten. Und ich freue mich, darf ich zu Gast sein bei ihm in seinem Garten. Uli, zum vierten Mal hast du jetzt ein Buch geschrieben in Altstädter Mundart. Das Buch trägt den Titel «Und alles ist wahr». Woher kommt eigentlich deine Liebe zur Altstädter Mundart? Ja, ich bin natürlich seit 1941 bin ich in Altstädten. Obwohl wir da noch von der Mutter her ein bisschen kapazellert haben, da haben wir halt sonst Altstädter Dialekt oder Mundart geschnorrt. Die Altstädter Mundart zeichnet sich aus, weil sie einfach brat ist. Was heisst das konkret? Also wenn ich jetzt auf der Straße jemandem begegne, wie tönt das? Also wie kann ich den Altstädter Dialekt erkennen? Er ist wirklich einfach brat. Wir sagen zum Beispiel, du musst nicht mahnen. Aber hier im Berg oben sagen sie schon, du musst nicht mähnen. Das Gäste sagen schon, du musst nicht mähnen. Und im Innerrot ist er mähnen. Also so. Also alles aber, ein bisschen lang dehnt oder lang so? Lang dehnt, weil auch hier das Tal ganz brat ist. Wie so nie am Rhein, links und rechts. Wie verbreitet ist denn eure Mundart noch? Also wenn man jetzt hier in Beizen geht, in Altstädten, reden denn die Leute noch euren Dialekt? Hat ein paar. Alteingesessene, die so schwätzen. Aber so gehörst du alle Kopf vom aus dem Süden auf da. Also, wo ich nicht mehr akzeptiere. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich angefangen habe zu schreiben. Weil es einfach länger. Ich hatte das Gefühl, die Mundart die geht verloren. Also, du sagst es jetzt gerade, du sprichst es an. Du hast zum vierten Mal ein Buch geschrieben mit Geschichten in Altstädter Mundart. Also ein bisschen ist das Mittel zum Zweck, um die Mundart zu erhalten, verstehe ich das richtig? Das ist richtig, ja. Und in diesem Buch da kommen Geschichten vor aus deinem Leben, also von der RS, von der Jugend, von der Schule. Wie bist du auf all diese Geschichten gekommen? Hast du das alles immer gesammelt, das ganze Leben hindurch? Ja. Die Leute fragen alle, woher weißt denn du alles? Führst denn du, hast denn du einmal Tagebuch geführt? Ich sage, nein, aber wir waren nie abgelenkt in der Jugend. Wir haben gearbeitet, gegessen, geschlafen und in die Schule gegangen. Und waren nie beeinflusst von Sachen, dass man die Zeuge vergessen musste. Ich habe heute noch grausig, dort bin ich gestanden, wo ich Sepp gesagt habe. Dort war die Sepp. Ich kann mich wirklich an alles erinnern. Dein Buch trägt ja auch den Titel «Und alles ist wahr». Ja. Aber Hand aufs Herz. Also, du hast gar nichts erfunden bei diesen Geschichten, die man hier lesen kann. Da ist wirklich alles so passiert. Einfach alles, wie ich es erlebt habe. Wenn ich etwas nicht weiß, dann lohne ich es weg. Sage, ja, sie wüsste jetzt nicht mehr genau. Dein vierte Buch. Über 100 Geschichten hat es hier. Du hast insgesamt schon hunderte von Geschichten erzählt. Hast du denn noch Material für noch mal ein Buch, theoretisch? Tatsächlich hätte ich noch. Als das Buch schon rausgekommen ist, habe ich gedacht, oh, die Sepp und die Sepp, ja, bis zu einer Dutzend Geschichten hätte ich noch dazu tun, aber da war es zu spät gewesen. Tun wir uns auf das aktuelle Buch konzentrieren. Ich würde gerne das Müsterli hören, wie denn das so tönt. Ich habe hier eine Geschichte ausgelesen, ganz kurze. Der Posaunist im dritten Zug. Kannst du uns das in dem richtigen Altstädter Dialekt vorlesen? Ich habe also Teres, Flapperes gemacht bei ihm. Der Posaunist im dritten Zug. Komm ich schauen. Der Posaunist, der Name weiß ich nicht mehr, will uns etwas vorführen. Weil er schon ein paar gute Posaunen gespielt hat, haben wir gedacht, er will uns ein tolles Stück vorspielen. Nichts war es. Wo alle parat waren, hat er keine Posaune gespielt. Ist aber aufs Nest aufgestanden, hat sie gepückt und den Blutarsch rausgehebt. Ein anderer flapperer Kraut hat den Feueranzünder angeklickt. Der Posaunist hat anfahren lassen und der 30 cm lange Stichflamme ist hinten rausgekommen. Und die Vorführung war fertig.
enttäuscht sind wir wieder in unseren Schlag zurück. Jeden Art doch lieber Posaune gehört. Das ist also ein kurzes Müsterli. Ueli, danke vielmals fürs Vorlesen. Es hat über 100 weitere Geschichten in diesem Buch. Ab sofort erhältlich im Buchhandel oder im Verlagshaus in Schwelbrunn. Verlagshaus-schwelbrunn.ch. Danke fürs Zuschauen. Ade miteinander.